Hey, sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play .hack. Und ich stehe jetzt wieder vor dem Bossraum, wo ich ja das letzte Mal nach einem gut viertelstündigen Kampf mit nur einem einzigen Schlag einen richtig über den Deckel gezogen bekommen habe. Und ich habe die Charaktere auch etwas gelevelt, etwas stärker. Und zwar ist er jetzt mittlerweile auf Level 19. Ihr seht, ziemlich viele LP, ziemlich viele SP und ich habe zwischenzeitlich auch durch so einen Tropfen Brunnen Quelldings Typi, nachdem ich eine Waffe reingeschmissen habe, eine plus 2 Waffe bekommen, Katzenklingen, also plus 2 nenne ich es einfach nur, dass es sich doppelt verbessert hat, anstatt nur einfach verbessert. Und mit dem kann ich auch die Tigerklauen einsetzen, allerdings auch die Twin Drachen, was eine ähnliche Attacke wie die Tigerklauen ist, welche allerdings nur stärker eingesetzt wird. Öfter eingesetzt wird. Ach, das werdet ihr eventuell sehen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Minuten lang gegen diesen normalen Gegner kämpfen und dann einen Cut machen. Bis zu der Stelle, wo ich dann Data Drain einsetze. Ach, wird das. Uch, ich bin so ein Idiot. Ich habe vergessen, mich zu verschnellern. Ja, das kennen wir ja mittlerweile. Ich weiß ja noch, wie das funktioniert und ich weiß auch noch, wann ich meinen Tempospruch einsetzen kann. Das ist absolut kein Problem. Na komm, so, du kommst jetzt erstmal. Nein, ich möchte die Kamera so drehen. Weil Tempospruch ist hier wichtig. So, du bleibst stehen, jetzt kann ich ganz in Ruhe... Wo habe ich den denn? Da, Tempospruch. Und ich hoffe, der macht mir jetzt nicht so viel Schaden wie das letzte Mal. Das war nämlich ein bisschen übel. So, der Punkt ist einfach nur um ihn rumrennen, warten, bis er irgendwann genauso stehen bleibt und dann kann man... Moment, ich versuch's mal mit Twin Drachen, mal gucken. Wow, nicht schlecht. So, und jetzt nochmal eine Tigerklaue. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen Land zu gewinnen. Ich will nämlich einmal mich selber heilen. Ich möchte nämlich nicht riskieren, dass der einfach mal scheiße zu mir ist. Das war doof. So, ich hoffe, das reicht die Entfernung. Und. Wow, weg da. Moment, welche? Ah, ist Feuer. Okay, Gegenstände. Da habe ich doch was. Da erinnere ich mich doch. Kurzerhöhung des Elements Feuer. Sehr gut. Ich muss mich auch kurz anders hinsetzen. Dann werde ich... Das werde ich jetzt machen. So. Dann habe ich jetzt mal das Feuerelement erhöht. Was mir natürlich... Och, ich hasse es. Was mir natürlich nichts bringt, da ich hier nicht genug Dingens habe. Gut. Dafür habe ich dann mal eine Magierseele. Und dann werde ich das jetzt versuchen. Mal gucken. Sehr nice gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich so übel vorgelevelt habe, aber wenn sowas öfter vorkommt, dann möchte ich doch lieber ein etwas höheres Level haben als... Wow, 141 immer noch. Das ist übel. Aber dank des höheren Levels läuft es viel flüssiger als gestern. Als das letzte Mal. Na, komm, bleib stehen. Vielen Dank. Ich will meine HP immer möglichst oben haben. Wer weiß, was der für eine Scheiße irgendwann abzieht. Ich könnte ja wieder so Pech haben wie letztes Mal. Ich weiß immer noch nicht, wie viele HP ich da noch übrig hatte, als das passierte. Also ich down ging gegen den. Na, super. Du triffst mich nicht. So. Wunderbar, da musste ich ja gar nicht großartig cutten, dann ging das ja recht schnell dieses Mal. Es könnte sein, dass manche Kämpfe dadurch nicht so spannend werden, aber das ist mir dann einfach mal relativ egal. Mich hat Data Drain außer Kontrolle, magische Abwehr ist down. Du hast jetzt Viruskern M. Na, das macht nichts.
ich werde den jetzt so bearbeiten. So, Skills. Dann ist er gleich platt. Also wie gesagt, nehmt mir das nicht übel, aber wenn das so abläuft wie beim letzten Mal, dass ich dann so auf die Schnauze bekomme, nach einer Viertelstunde Kampf, das hat mich so gefrustet. Tut mir leid, wenn es euch nicht gefällt. So, und du bist down. Aber hier geht es ja auch im ersten Moment um die Story. Ist ja ein RPG, da geht es um die Story. So, that's the data drain. I've never seen it before. What? What do you mean by that? Are you angry? I just wanted to know the extent of your power. If you were too weak, there would be no point in teaching you how to hack the gates. Hack gates? You just drained a virus core. That talent comes in handy if you know what you're doing. Virus cores are the key to breaking through protective barriers. Of course, virus cores are useless to those who don't have the bracelet. I'll show you how to hack the gates. Come to the Chaos Gate. I enjoyed watching the data drain. Wer ist diese Mia? Die scheint ziemlich viel zu wissen über unser Armband. Ich hoffe mal, das erfahren wir alles noch im Laufe des Spiels. First, add us to your party. Then we will go to the gate. Du hast jetzt für Mia und Els Mitgliederadressen. Okay. So, hinzufügen. Mia Level 5. Level 50. Na gut, er macht ja auch nicht mehr viel. Pyros ist mittlerweile Level 6. Der hat von selber gelevelt. Elk ist Level 3. Ja, und die beiden sind ebenfalls. Die habe ich einfach mitgezogen. Ja, gut. Egal. So, Mia. Einmal zur Gruppe hinzufügen. Right, let's go. Und dann hinzufügen auch noch Elk. Weil muss ich ja dann auch hochziehen. Okay. Gut, abgemacht. Ich werde euch weiter da wohl hochziehen. So, nein. Ich will. Danke. Keyword for a protected area. It should open the menu to hack the gate. You do know the keywords for a protected area. It was posted on the board. The keywords are Delta, Closed Oblivious Twin Hills. Na schön, Wortliste, da. Da haben wir schon mal versucht reinzukommen, es hat aber nicht so funktioniert wie geplant. Dieses Mal sollte es aber funktionieren, da wir die beiden Virus-M-Kerne haben. Virus-Kerne M? M-Virus-Kerne? Ach, egal. See? You need virus cores to hack the gates. Check the gauge to see the type and number of virus cores you need to hack the gate. If you have all of the necessary virus cores, you can fill the gauge and hack the gate. After hacking the gate, the virus cores you had will be gone. Once you've hacked a gate, that area will be open to anyone. Do you understand? Also bin ich sozusagen ein Universalschlüssel für jeden Spieler in dem Spiel. Okay. Komplett. There must be some kind of secret in these protected areas. That's why they lock it, right? Okay. Dann bin ich einfach mal gespannt, was wir hier so haben. So, davon ist ein Tröpfchen. Ich will zu dem Tröpfchen. Gucken, was. Das macht echt Spaß, Keanu. Keanu, lass uns mal eine Pause machen. Nein, wir machen jetzt keine Pause. Ich will zu dem Tröpfchen. Da irgendeine Waffe reinschmeißen.
was auch immer mir das bringen mag. Da ist Wasser, da ist Tröpfchen. Ja. Was schmeiße ich denn da rein? Lappa. Ich schmeiße da mal meine Stangklinge rein. Mal gucken. Ach, das ist nur der Schwächliche, der Kleine. Did you look? That's just with the weapon go in. Der letzte, den ich hatte, das war so ein rotes Tröpfchen. Der ist zu schwach. Ja, ich brauch diese Äxte nicht. Gib mir meine Stangklingen wieder. Danke. Zum Tor geht es dort in die Richtung. Okay. Monster. Da seht ihr so ein Riesenvieh. Ja, das habt ihr sehr gut gemacht. Ihr seid klasse. Auferstehung. Und nochmal. So, Skills. Tigerklauen. Also, Moment. Elk. Du machst mal erste Hilfe, denn ich weiß, dass du Wave Master bist. Dann halt keine erste Hilfe. Elke schon wieder tot. Mia. Erste Hilfe. Oh mein Gott. Das wird spaßig. Nein, nicht die. Not them. Ich hasse diese Viecher. Du brauchst gar nicht versuchen zu fliehen. Elk, erste Hilfe bitte. Noch! Nein! Super! Kiano mördert seine Teamkameraden. Oh mein Gott, ich verschwende meine ganzen Auferstehungs-Items an denen. So, Mia. Muss warten, bis fertig ist. So. Nein, nicht Elf, sondern Mia. Erste Hilfe. Oh Gott. Das wird ein Spaß. Elk, du bitte auf Erste Hilfe. So, dann will ich einmal. Dann muss ich jetzt nochmal. Mia, was hast du denn für Skills? Zerschmetterer. So, und geh down. Vielen Dank. Die beiden brauchen wirklich unbedingt Level-Ups. Ich werde die wohl einzeln mitnehmen. Einmal Egg mitnehmen, in Kombination mit Black Rose, und dann einmal Mia in Kombination mit Mistral. Und die dann durch die Level jagen. Weil so geht das ja nicht. Moment. Ich will aber dafür jetzt einfach mal ein Tempospruch. Da komme ich hier nämlich ein bisschen schneller durch die Gänge. Elk, erste Hilfe. So, und hier direkt. Kann ich beide? Jawohl. Ich hasse diese Viecher. Weil die nur verwirren. Ja, Elk, du bist nutzlos.
Mia, du nervst mich gerade ein bisschen mit deinen Angriffen. Elektronenfreien Geisteswasser. So, Moment. Zack. Lass das mal. So, Mia. Erste Hilfe. Da ich selber keine Lust habe, großartig meine Auferstehung zu benutzen. Wenn ihr doch eh jedes Mal platt geht, nachdem ich das gemacht habe. Elk. Moment, Senpai, nicht bewegen, danke. Du bleibst einfach mal da stehen. Tigerkrallen. Ich halte das locker aus, sieht man ja. So, Skills, nochmal. Das gibt es doch nicht, selbst wenn Elk nur rumsteht. Selbst wenn Elk dumm rumsteht, passiert ihm das. Das ist Wahnsinn. Ehrlich mal. Ich habe mich jetzt schon erschrocken, was das im Hintergrund für ein komisches Geräusch ist. Elk. Ach, mach irgendwas. Du bist ja gleich glatt. Wow, Elk hat meinen Kampf überlebt. Und gut, dass die Feuer sind. Beziehungsweise gut, dass ich jetzt weiß, dass die Feuer sind. Das war aber einfach. Ich werde es auch versuchen. Ja, du solltest wirklich mal versuchen zu überleben. Ach, Moment. Elk. Na gut, dann halt nicht. So, Elk. Der bleibt mal da stehen. Nein! Nicht schon wieder ihr! So, nochmal, Tigerclown. Und dann nicht nochmal. Oh Gott, ich hasse euch. So, jetzt aber. Gut, Elk hat Level Up. Der kann man wegen ein bisschen verwirrt da rumstehen. Ist mir relativ egal gerade. Elk nervt mich gerade ein bisschen. Mit seiner Ich bin so schlecht Haltung. Er hat keine wirkliche Haltung, aber gerade ein bisschen lässt sich halt zu sehr K.O. hauen. Ist nicht wirklich gut, der Typ. Standby. Standby, wenn du Elk bist. Wieso ist kein Ziel in Reichweite? Ich bin doch ganz in der Nähe davon, meine Güte. Okay, nochmal. Nein, 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 nein. Ja, tut mir leid, Mia. Keanu läuft amok. Gerade ein bisschen. So, jetzt aber. Elk, ich würde dich aber bitten, erste Hilfe zu leisten. Vielleicht hat sie die XP ja noch mitbekommen. Was? Du bist nicht tot? Ach, das war diese Truhe. Okay. Gut. Ist vollkommen in Ordnung. Eine Truhe... Ein Mimik ist zu einer Truhe geworden. Ist das eine... Nein, das ist keine Fake. Gut. Orkanatem. Oh mein Gott. Die beiden muss ich wirklich trainieren. Ansonsten könnte das auch problematisch werden, wenn ich öfter mal mit denen losziehen muss. Ich glaube, das werde ich auch nachher mal tun, wenn ich mit den Aufnahmen fertig bin. Ich hasse euch. Wieso seid ihr so oft hier? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Du brauchst gar nicht versuchen, wegzurennen.
Die beiden sind schon mal wieder verwirrt. Gegenstände, Moment. Geistwasser, mir. Keine Sorge, das können wir locker gewinnen. Egg, weiterhin erste Hilfe. Und nochmal Tigerkrallen. Wieso gehen die immer alle auf Egg drauf? Da kann man sehen, wie schlecht der ist. So, nochmal. Langsam nerven sie mich doch ein bisschen. Mimik sind Hassgegner im absolut jedem RPG. Weißt du was? Elk bleibt tot. Ganz einfach. Wenn ich ihn brauche, erwecke ich ihn wieder. Ich habe keine Lust andauernd irgendwas an ihn zu vergeuden. Na schön. Nein. Gegenstand. Moment, ich hab doch Mia, das kann Mia machen. Erste Hilfe. Da muss sie natürlich unbedingt Rapt einsetzen. Nichts Kills. Gegenstände. Magier Seele auf Eck. Und die anderen SP, die lasse ich jetzt einfach mal über die Zeit heilen. Auf jeden Fall haben wir da wieder einen Boss. Und wenn ich mir hier die Level so ansehe, glaube ich, dass das böse werden kann. Na komm, mir SP voll. Und was jetzt, Keanu? Das macht Spaß mit dir. So, vielen Dank. Gegenstände. Da will ich dann einmal Tempospruch. So. Zumindest ich muss schneller laufen. If you approach a magic portal, data bugs will show up. If you data drain those bugs, you can get virus cores from them. There has to be a reason why you have that bracelet. You will go there to find out the reason. The reason why I have this bracelet? Oh Gott, das ist so ein Gegner, der sich selbst heilen kann. Operation Mia zusammensetzen. Das hast du gut gemacht, Mia. Du hättest ja mal bei mir bleiben können. So, erste Hilfe. So, Elk, standby. Elk, erste Hilfe. Spontan jetzt doch. Tigerklauen. Und nochmal. Und noch einmal. Ich mache jetzt so oft Tigerklauen, bis ich Protect Break habe. Immerhin kann ich das ja noch zweimal. Noch einmal. Gegenstände, Magierseele, Elk. So, Skills, Tiger, Klauen. Komm schon, Protect Break, langsam mal. Ich bin mir sicher, dass der Glitch kommt, der Protect Break. So, Skills, Tiger, Klauen. Nein, du kommst nicht zu Elk rüber. Das kannst du vergessen. Vielen Dank. Habe ich genügend? Nein, habe ich nicht. Gegenstände. Weg mit dir, Scheißfliege. Ich habe
keine Magierseele mehr. Nein, oder? Das ist jetzt ein schlechter Witz. Moment. Shit. Ich hab... Oder habe ich mich jetzt nur verguckt? Ich habe meine letzte Magierseele an Elk verschwendet. Scheiße. Komm schon. Es... Nein. Elk, Erste Hilfe. Elk, Skill. Er hat nur das... Er hat La-Rapped, aber nicht das Normale. Oh Gott. Naja. Gut, dann werde ich Gegenstände, Wundtrank. Und dann noch einmal. Wenn Elk meint, nicht heilen zu müssen. Elk immer noch Erste Hilfe. Datenentzug. Wieso macht Elk die Erste Hilfe nicht? Ich verstehe das nicht so wirklich. Ja, jetzt machst du es auf einmal, du Idiot. Oh. Du bist gestorben. Ja, das habe ich gemerkt. Auferstehung. Zack. Ja, viel dürftest du dann nicht mehr aus... Wobei, ich sehe doch, wie viel du aushältst. Na, komm. Calm down. Skills, kann ich mittlerweile wieder... Ich würde eigentlich lieber Drachendingens einsetzen. Na, ich greife jetzt weiter an. Eventuell kann ich ja noch ein Dragon-Dingen machen. Eventuell nicht. Man weiß nicht so genau. Die HP gehen auf jeden Fall sehr nice runter. Das machst du sehr gut. Und das war's. Oh Gott. Aber wenigstens bekommt ihr XP dafür. This bracelet actually belongs to my friend. Keanu hat mir alles erzählt, was geschehen ist. I don't care what happened to you in the past. But I am interested in what you're going to do with the bracelet in the future. Well, that's about it. If there's anything I can do to help you, I'll try my best. Thanks. There's no need to thank me. I'm just doing what I want to do. Hey, Mia! Hey, Mia, ich bin so nutzlos. Ich lösche mich jetzt mal. Das lief ja sagenhaft super mit den beiden. Oh Gott, oh. Das wird Spaß machen. In der Zukunft. Naja. Dann würde ich einfach mal... Neue E-Mail? Nein, Wortlist. Wir hatten noch das Anfängergebiet. Dann würde ich aber mal sagen, ausloggen. Boards. Board und E-Mail schauen wir uns dann im nächsten Part an. Dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play .hack. Ach, neue News sind auch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.